Die sind schon beim dritten Inning. Ich habe mal wieder im Stau gesteckt, Wort. Jetzt hör mal, wenn du noch was anderes vorhast, dann sag's mir ruhig. Nein, habe ich nicht, Ehrenwart. Was meinst du, wie ich mich auf das Spiel gefreut habe? Na, sehr schön. Ich sehe mir so ein Spiel auch nicht gern allein an. Setz dich, ich mach dir einen Drink. Hey, ich bin schon seit 8 Monaten trocken, Wort. Da kommt der erste Wurf. Das ist Weltrekord für mich. Der Ball kommt. Ja, Wort. Das reicht für 2 Läufer. Einer im Ziel und der zweite. Ach was, von einem Drink kriegst du nicht gleich eine rote Nase. Und sie sind weiter dran. Brubeck ist auf dem zweiten Ball. Und wenn das Marley anders sieht es auch schon aus. Seine Tigers haben hier im Calvin Griffith Stadion keinen Oh je, gestartet. Jetzt sieht's schlecht aus. Aber noch wird er seinen Star. Everly ist dran, der verpatzt immer. Was redest du, der Typ ist gut. In 3 Jahren ist der absolute Spitze. Niemals. Der Kerl trifft ja nicht mal richtig. Ist doch nicht dein Ernst, hm? Einer der Garanten für einen Spitzenplatz. Wir können ja wetten, wenn du so überzeugt bist. 2 sind draußen, ja. Die Male sind leer. 10 Mäuse, das an Punkten. Hab gemacht. In Ordnung. Erster Fehlschlag. Das war der erste Spielabschnitt hier in Minnesota. Die Twins führen 2-1. Ball 1. Wenn er den Lauf schafft, gilt die Wette nicht. Wir sind wieder in Minnesota und Rusty Herrmann wird in den zweiten Abschnitt für die Tigers eröffnen. Er ist erst in seinem zweiten Profijahr und schon Stammspieler. Aber Baseball liegt gut. Sein Vater Ende der 50er Jahre mit den Brooklyn Dodgers als Fänger 2 Meistertitel gewonnen. Herrmann hat die Kugel mit der Schlägerspitze erwischt und endlos. Er könnte reichen. Ja, er ist sicher auf dem ersten Mal. Jetzt ist es an Alan Trammell, die Sache in Gang zu halten. Sein Einsatz war lange fraglich, mit einer Knöchelprellung, die er sich vor 3 Tagen im Spiel gegen die Yankees. Abwechslung reinbringen. Sie müssen das Leben genießen, Schätzchen. Tony, schon seit über 10 Jahren versuchst du mich auf diese Weise zu überrumpeln. Aber siehst du, ich bin unbestechlich. Also wickle mir jetzt bitte mein Sandwich ein und beeil dich bitte. Ich muss nämlich in 10 Minuten bei einer Voraufführung sein. Oh, ein Jammer, Milady, dass ihr solch wunderbare Augenblicke aus eurem Leben verbannen wollt. Tony. Die Welt ist voller Schwermut. Halt, du willst mir schon wieder vorsprechen. Hab ich dir nicht ja, eben gesagt? Machen wir's kurz. Kein Mucks, ja. Und du, Hände hoch! Soll das etwa ein... Halt die Schnauze! Und du, hast du Geld dabei? Sie ist eine Bekannte von... Schnauze, hab ich gesagt! Kasse aufmachen, los! Ich war heute Vormittag auf der Bank, da wird nicht viel drin sein. Hier, mehr habe ich nicht. Nimm's dir. Da auf der anderen Straße... Dreh dich um und Hände hoch! Und du gehst darüber! Nicht weiter! Darüber! Bleib stehen! Und die Flossen hoch! Wie hoch denn noch? Geh vor zur Tür. Na, mach schon. Bitte, tun Sie es nicht. Ich hab gesagt, zur Tür. Ward? Du bist es nicht, wahr? Geh da rüber zur Tür, Claire. Lass es bleiben. Ich kenne dich doch. Du bringst es nicht fertig. Lass die Hände um. Höher! Wieso soll ich tun, was du mir sagst, wenn du mich sowieso umbringen willst? Weil ich es vielleicht nicht tue, wenn du machst, was ich sag. Da hast du dich in eine schöne Bredouille gebracht, aber egal. Ich jedenfalls werde jetzt meine Hände runternehmen und dich verlassen. Gute Nacht, Ward. Außerhalb der Schlagzone. Wiederholt Tolly aus. Schnell gekontert.
Jetzt sind sie wieder vorne. Buddy berät sich mit seinem Finger. Nicht gut gefahren. Vielleicht versucht er jetzt was anderes. Es ist still geworden hier im Stadion. Den Twins droht die dritte Niederlage in Folge und sie liegen schon 7 Punkte hinter der Tabellenspitze. Mark, wach auf, du verpasst das Beste. Hey, wie kann man dabei einschlafen? Es steht bereits 3-2. Der Ball kommt. Ja, das ist es. Das reicht für 2 Läufer. Du hast bereits 10 Scheine verloren, mein Lieber. Das war ein kräftiger Schluck. Oh, mein Schädel. Na komm, schlaf deinen Rausch aus. Los. Okay. Da siehst du. Er hätte klar sein müssen, dass du das Zeug nicht verträgst. Tut mir leid, Ward. Nur ein paar Minuten. Ich habe nur eine einzige Frage.